Wir haben ein bisschen verdaddelt. Oh. Nimm es noch auf? Ja. Wenn es nicht ein Problem geben würde. Eine Frage an euch. Hallihallo Freunde, nachdem wir nun unseren Fußboden einwandfrei gedämmt haben und vor allem mit einer richtig schönen Fußbodenheizung versehen haben, folgt jetzt noch eine Sache, die uns noch extrem stört. Und zwar, ihr könnt hinter mir ganz gut erkennen, hier ist ein Vorhang vorgespannt. Dahinter ist das Fahrerhaus und das Fahrerhaus ist null, nada, überhaupt nicht gedämmt. Wir wollen jetzt nicht das Fahrerhaus dämmen und damit irgendwie anfangen, weil natürlich sind die Fensterscheiben da drin, die weder doppelt verglast sind, noch überhaupt irgendwie Campingfenster sind. Und aus dem Grund haben wir uns was überlegt. Wir wollen uns hier eine eigene Trennwand reinbauen. Natürlich soll das keine feste Trennwand sein, weil wir finden es sehr, sehr angenehm, wenn wir von vorne nach hinten durchgehen können oder auch von hinten nach vorne durchgehen können. Und Nala liegt auch sehr, sehr gerne im Fahrerhaus. Und aus dem Grund möchte ich hier etwas bauen, was wir abnehmen können bzw. wegnehmen können, um durchzugehen, aber was auch eine gewisse Dämmleistung hat. Ich weiß, ich werde es nicht schaffen, das so zu dämmen, als wenn es das Fahrerhaus nicht mehr geben würde, aber wir wollen es einfach versuchen. Wir merken nämlich schon, dass dieser Vorhang auch schon enorm viel bringt, wenn wir den zu haben. Und auf der anderen Seite entsteht vorne im Fahrerhaus so krasses Kondenswasser. Ich versuche euch das mal hier einzublenden und zu zeigen. Ich hoffe, das kommt so rüber. Und auch das wollen wir versuchen zu minimieren. Wir kriegen es wahrscheinlich nicht ganz weg, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir minimieren das auf jeden Fall dadurch. Damit fangen wir jetzt einfach direkt mal an. Und falls ihr noch weitere Tipps für uns habt, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Vielleicht kann man irgendwie beim Fahrerhaus noch was an die Scheiben machen oder von außen irgendwie machen. Wenn ihr da irgendwas habt, schreibt uns gerne und wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Also jetzt erstmal viel Spaß mit den folgenden Szenen und ich zeige euch, was wir uns überlegt haben. Da ich immer noch keine Halle habe, muss ich mir hier jetzt erstmal einen Arbeitsplatz schaffen. Fertig. So, jetzt habe ich hier noch diesen Karton. Relativ leicht. Vielleicht kann der ein oder andere sich denken, was drin ist. Und zwar haben wir ja unten am Fußboden schon Styrodur verbaut. Und wir sind mit der Verarbeitung und allem sehr, sehr zufrieden. Also, wie sich das Zeug verarbeiten lässt. Und deswegen nutzen wir das hier auch zum Dämmen. Und um das Ganze schön zu machen, kommt das Holz halt drumherum. Vielleicht hat der eine oder andere sich schon gedacht. Und das machen wir jetzt. Wir müssen jetzt einen neuen Platz für unsere Bedienteile finden, denn wir haben ein bisschen verdaddelt, dass die ja an der Seite angebracht waren hier drin. Jetzt würde allerdings unsere Trennwand davor stehen und dann ist es echt ziemlich umständlich, da irgendwie rumzuhantieren, um da rumzukommen. Deswegen werden wir sie jetzt in der neuen Trennwand unterbringen. Siehst? Nicer Schüsseli-Dissel. Jetzt würde ich am liebsten mal dieses andere Ding sehen, ob das überhaupt dazwischen passt. Ja, same. Das wäre natürlich richtig dumm, ne? Nimm es noch auf? Ja. Wieso? Ja, das wäre ein netter Einspieler jetzt. Das reinstellen, dann...
Was? Das wird ja nicht befestigt, deswegen steht das ganz unten. Ja, deswegen habe ich den Balken gekauft. Ja, aber es passt nicht, Schatz. Ach so. Deswegen lache ich so. Ah. Es passt nicht. Super. Hey, ich habe, glaube ich, 2 cm Luft gelassen. Nein, das hast du nicht. Das ist krass. Scheiße. Das ist natürlich richtig beknackt jetzt, ne? Nachdem wir nun festgestellt haben, dass die mittlere Wand nicht zwischen die beiden Wände passt, mussten wir die rechte Wand nochmal abschrauben, haben die nochmal 1 cm abgeschnitten und somit passt jetzt auch die Wand wirklich zwischen die beiden anderen Wände. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir hier einen kleinen Überstand haben und keinen Schlitz haben, wo irgendwie vielleicht die Kälte noch durchkommen könnte oder ähnliches. Jetzt ist das Ganze noch nicht lasiert, das könnt ihr ziemlich gut erkennen, glaube ich, weil wir wollten das Ganze erstmal testen. Wir haben jetzt bestimmt 1,5 oder 2 Wochen das Ganze schon testen können und haben das für sehr, sehr gut empfunden, was das Kondenswasser angeht und vor allem was die Kälte angeht, die aus dem Fahrerraum hier in den Wohnraum kommt. Das heißt, wir haben jetzt keine Feuchtigkeit mehr im Fahrerraum, was sehr, sehr geil ist. Und wir haben natürlich auch nochmal eine richtig schöne Dämmwirkung. Das heißt, die Kälte kommt nicht so extrem von dem Fahrerraum hier in den Wohnraum, was natürlich super wichtig ist fürs Heizen und allgemein fürs Klima. Allerdings würde ich hier wahrscheinlich nicht so sitzen und euch das Ganze erzählen, wenn es nicht ein Problem geben würde. Und zwar ist es so, wir haben festgestellt, dass das Prinzip, was wir uns überlegt haben, was wir uns ausgedacht haben, so einfach für uns keinen Sinn macht. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie das überhaupt funktioniert. Wir haben hier so einen kleinen Schieber. Damit können wir jetzt theoretisch die Trennwand, also den Teil der Wand, komplett rausnehmen und somit haben wir dann den Durchgang wieder, können natürlich auch irgendwie durchreichen oder können durchgehen, wie auch immer. Allerdings ist uns schon innerhalb dieser 1,5 bis 2 Wochen sehr schnell aufgefallen, dass wir 2 Probleme haben oder mehrere Probleme haben. Und zwar einmal ist es so, die Pfandflaschen landen immer vorne im Fußraum vom Beifahrer. Das haben wir uns einfach so angewöhnt, damit sie weg sind. Und das nächste Thema ist unsere Wäsche. Und zwar unsere Wäsche liegt links hinter dieser Trennwand, denn da haben wir so einen kleinen Wäschepuff. Da kommt immer unsere getragene Wäsche rein, wenn sie dann irgendwann gewaschen werden muss. Dann nehmen wir die mit und dann wird sie gewaschen. So, jetzt könnte man natürlich sagen, klar, ja, mach doch die Trennwand auf, pack die Wäsche da rein. Aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie Dinge einen irgendwie nerven. Vielleicht kennt ihr das ja sogar. Und könnt ihr uns auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch solche Situationen kennt. Da hat man sich an irgendwas gewöhnt und dann plötzlich ist es anders. Und das ist bei uns definitiv der Fall. Denn abends, wenn wir ins Bett gehen, ziehen wir unsere dreckige Wäsche aus, haben die sonst immer direkt in den Wäschepuff gehauen, alles gut. Das können wir jetzt aber nicht mehr. Dadurch, dass die Trennwand hier ist und dadurch, dass das Prinzip einfach nicht so funktionell ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, wir könnten natürlich jetzt außen rum gehen, die Beifahrertür aufmachen und dann unsere Wäsche wegpacken. Aber wer will das abends schon? Und dann auf der anderen Seite, wenn ich jetzt immer eine Pfandflasche habe, dann will ich auch nicht jedes Mal außen rumlaufen und die Pfandflasche wegpacken. Klingt erstmal ein bisschen blöd, aber wenn man sich das einfach so angewöhnt hat, dann ist das echt nervig. Das heißt, was machen wir jetzt? Jetzt wäre die optimalste Lösung, die Trennwand komplett neu zu bauen, eine komplette Wand zu bauen und hier in einer Höhe eine Tür einzubauen, dass wir sie zum Fahrerhaus hin öffnen können. Das Ganze möchte ich allerdings nicht machen, weil momentan sind die Holzpreise echt nicht gerade günstig und vor allem haben wir ja schon alles verklebt mit diesen Styrodurplatten, damit das Ganze auch eine Dämmwirkung hat. Das heißt jetzt für uns, wir werden den mittleren Teil jetzt rausnehmen und werden uns hier noch eine Tür zusätzlich einbauen. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil dann haben wir eine Tür, wo wir unsere Wäsche, unseren Pfand durchreichen können. Julie passt da vielleicht sogar noch durch, bei mir bin ich mir da eher unsicher. Allerdings darum soll es gar nicht gehen, sondern es soll uns einfach das Leben vereinfachen, dass wir wieder unsere Wäsche, unseren Pfand nach vorne packen können. Und vor allem kann unser Hund dann auch wieder nach vorne, weil die lag nämlich sehr, sehr gerne mal vorne. Gerade wenn wir auf Arbeit sind und so, dann legt sie sich gerne vorne ins Fahrerhaus. So, jetzt habe ich wieder lange gesabbelt und lange erzählt. Jetzt wollen wir uns auch mal ranmachen. Ich werde die Trennwand mal rausnehmen. Dann könnt ihr auch mal sehen, wie das aussieht, wenn ich die Trennwand rausnehme. Und werde hier noch eine richtig schöne Tür einbauen. Dann wird das Ganze auch lasiert und sieht hoffentlich fertig, richtig schick aus und macht auch wieder Sinn. Also, auf geht's.
Setz dich hier hin. Hinsetzen. Ihr habt es in den letzten paar Sekunden schon gesehen. Das Ergebnis ist vollständig. Das Ergebnis ist richtig cool. Aber bevor ihr jetzt nur noch das fertige Ergebnis seht, zeige ich euch das Ganze mal mit mir. Und zwar sitze ich hinter der Tür, kann das wunderbar von hier aus öffnen, von der anderen Seite aus öffnen. Ihr habt es gesehen, ich habe einen Verschluss 3D gedruckt. Das funktioniert richtig cool. Hier vorne sehr, sehr schlicht gehalten mit so einem kleinen Kreis einfach nur. Und hier haben wir einen großen Riegel dran. Das ist richtig cool. Auf jeden Fall sind wir sehr, sehr zufrieden, dass aus so einem Projekt, wo ja doch so ein, zwei Kleinigkeiten irgendwie schiefgegangen sind, beziehungsweise wo wir einfach nicht dran gedacht haben, dass da doch noch sowas richtig Cooles geworden ist. Also wir sind mega zufrieden. Man sieht es jetzt schon im Hintergrund. Es bildet sich jetzt schon wieder Kondens an den Scheiben. Ich sitze hier vielleicht 2 Minuten oder sowas. Und trotzdem ist jetzt schon wieder Kondenswasser an den Scheiben. Ich blende euch jetzt mal eine Aufnahme ein von dem Fahrerhaus, wie es aussieht, wenn hier keiner drin sitzt und vor allem, wenn die Tür hier geschlossen ist. Und das ist ein richtig, richtig cooles Ergebnis. Das heißt, wir haben wirklich zu 100% das Ergebnis erreicht, dass wir kein Kondenswasser, vielleicht mal ganz, ganz bisschen, wenn es richtig feucht draußen ist und so, dass hier vorne ein bisschen Kondenswasser ist, aber nicht mal annähernd so wie vorher. Vorher lief das Wasser hier wirklich runter. Und das zweite ist, dass die Kälte von hier aus dem Fahrerraum nicht mehr in den Wohnraum kommt. Also es ist richtig cool gelungen. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt hier auch schöne Leisten dran gemacht, einfach damit der Schnitt bzw. die Lücke von der Tür auch noch verdeckt wird. Das heißt, auch nicht mal da kann in irgendeiner Form kalte Luft durchkommen und das funktioniert auch hervorragend. Außerdem sieht es auch viel, viel geiler aus, als wenn jetzt einfach ein gerader Schnitt hoch wäre. Das sieht einfach nicht aus. Ansonsten ist aus einem Fail auch eine ganz coole Sache geworden. Und zwar die Trennwand, die wir ja jetzt rausnehmen können, also das Mittelstück, können wir im Sommer jetzt trotzdem immer noch rausnehmen. Das heißt, da brauchen wir die Tür hier wahrscheinlich gar nicht. Und dann können wir das ganze Teil rausnehmen, haben einen ganz normalen Durchgang, so wie vorher fast auch, können somit auch diesen Fail in Anführungsstrichen nutzen. Ja, und ansonsten habe ich noch eine Sache, eine Frage an euch. Da könnt ihr mal die Kommentare vollballern. Und zwar momentan halte ich diese Tür hier mit meinem Kopf nach oben, weil die schwenkt natürlich nach oben hoch, einfach damit wir nach links und rechts überall hinkommen und auch vorne durchkommen. Das ist überhaupt kein Problem so an sich, aber wenn wir Nala mal alleine lassen zum Beispiel, dann möchte ich einfach, dass sie ins Fahrerhaus kann. Vielleicht habt ihr da eine Idee, wie wir diese Tür hier oben halten können. Es gibt nicht so allzu viele Möglichkeiten, das zu machen. Deswegen, ich habe auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Die Wand ist natürlich nicht ganz so stabil, dadurch, dass sie aus Styrodur und aus nur 4 mm Sperrholz besteht. Und hier oben haben wir auch das Problem, die Decke von dem Fahrerhaus ist ebenfalls nur 4 mm Sperrholz. Das heißt, da haben wir wirklich nicht viele Möglichkeiten, irgendwas festzuschrauben oder irgendwie irgendwas zu bauen, dass das irgendwie vernünftig funktioniert. Aber wie gesagt, jeder hat ja so vielleicht nochmal einen Gedanken. Schaut es mal gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt. Lass mich gerne inspirieren. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche, weiß ich nicht, Scharniere, die so eine Tür hier oben halten können oder so. Wenn ihr da irgendwas habt, bitte mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr, sehr freuen, weil so ist es natürlich immer noch ein ganz kleiner Dorn im Auge. Ansonsten mega zufrieden. Es sieht richtig gut aus. Es funktioniert sehr, sehr gut. Und man hat alles gerettet, was man retten konnte. Und das gefällt uns immer am besten. So mussten wir nicht irgendwie alles neu kaufen oder so. Und haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Ich hoffe, euch hat das Video und die Umsetzung vor allem auch so gut gefallen wie uns. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Lasst auch gerne ein Abonnement da, falls ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Wie ihr gemerkt habt, ich habe die Tonqualität nochmal ein bisschen hochgeschraubt. Und zwar habe ich jetzt eine Funkstrecke mit einem Mikrofon. Das heißt, ihr solltet mich jetzt auch noch wesentlich besser verstehen. Das soll einfach in den zukünftigen Videos besser funktionieren, weil ich da echt eine Menge vorhabe. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!